der Verlorenen. Ganz im Ernst, wovor haben die Angst? Wollen sie gefunden werden? Wollen sie nicht gefunden werden? Wollen sie einfach nur ihre Ruhe von Daniel Stern und Joe Pesci haben? Ich weiß es nicht, aber egal, ob man die Verlorenen vielleicht nach ein paar Jahren mit vielleicht nicht mehr ganz so frischem Körpergeruch aus den Untiefen des Bälleparadies von Ikea wieder ausgegraben hat, ich weiß es nicht. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass Angst der Verlorenen in Wirklichkeit einer der ersten Filme des amerikanischen Regisseurs Don Dola ist, dessen Filmografie zwar mit 7 Filmen recht überschaubar ist, dessen Titel aber dafür einfach nur großartig sind. Neben Angst der Verlorenen hat er beispielsweise The Alien Factor, Night Beast, Terror aus dem Weltall, The Galaxy Invader und Blood Massacre gedreht. Und ganz ehrlich, ein Film namens Blood Massacre muss doch einfach gut sein. Oder, wobei wir hier auf Playzocker Reviews ja wissen, dass der Begriff gut definitiv in verschiedene Richtungen interpretiert werden kann, vor allem, wenn wir uns die Veröffentlichungsgeschichte von CMV Laservision näher anschauen. Das sind nämlich die Masterminds hinter der großartigen Trash Collection. Eine Sammlung von bemerkenswerten Filmen, die ich persönlich absolut liebe und definitiv als gut bezeichnen würde, wohingegen vielleicht der ein oder andere Cinema-Snob da anders drüber denken könnte. Angst der Verlorenen ist definitiv ein absoluter prädestinierter Kandidat, in den nächsten Monaten irgendwann einmal auch in die Trash Collection aufgenommen zu werden, obwohl momentan sogar noch tatsächlich kein Release dergleichen angekündigt ist. Nein, Ende April 2020 hat CMV Laservision nach einer ganz alten deutschen DVD von Screen Power mit unterirdischer Bildqualität zum ersten Mal einen wirklich anständigen Release für den deutschsprachigen Raum aus dem Hut gezaubert. Mit einem DVD plus Blu-ray Kombo-Paket bzw. Keepcase-Veröffentlichungen, wo man beide Medien zu reduzierten Preis separat kaufen kann, haben sie da 3 Versionen angeboten, aber eine Trash Collection ist, Klammer noch, Fragezeichen, nicht dabei. Aber nachdem wir hier auf Playzocker Reviews uns in erster Linie für limitierte Sammlereditionen interessieren, freue ich mich drauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check natürlich das limitierte DVD plus Blu-ray Mediabook von Angst der Verlorenen näher vorstellen zu können. Und dieses Cover-Artwork ist einfach nur großartig. Hier gibt es definitiv wieder mal eine Menge für uns zu entdecken auf diesem bekannten alten deutschen Motiv für diesen Film, das wir bereits auf der alten VHS-Kassette von Topic bzw. auch bei der DVD von Screen Power gesehen haben. Beispielsweise frage ich mich, was dieses Ding hier sein soll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Bienenstock, der allerdings die Form von 2 Damen-Oberschenkeln mit einer Unterhose drauf hat. Interessant, wenn ich sowas im Wald finden würde, wahrscheinlich am Set von Blair Witch Project, dann würde ich wahrscheinlich ebenfalls so reagieren wie die Dame hier rechts oben. Interessanterweise ist übrigens dieses Cover-Artwork auch dasselbe Motiv, das CMV dann für die Auskopplungen der DVD und Blu-ray in den Keepcases verwendet, wobei das DVD-Cover genauso daherkommt, wurde für die Blu-ray hier ein bisschen oben umgebaut, die Frau beispielsweise verschoben auf den Titelschriftzug, um eben das kleinere Format des Blu-ray-Cases auch bedienen zu können. Sehr cool finde ich das angelehnt an den Originaltitelschriftzug, beispielsweise bei der britischen VHS-Kassette, der Filmtitel Angst hier mehr oder weniger in Stein gemeißelt ist. Ein bisschen erinnert es mich auch an den Filmtitelschriftzug von The Gate und wundervoll, wie der Hauptdarsteller, der Main Villain aus dem Film, mehr oder weniger versucht, von unter diesem Filmtitel vorzukommen und uns, aussaugen zu können. Das klingt jetzt hier allerdings ein bisschen anders, als er das im Film dann tatsächlich macht. Meiner Meinung nach ist das ein wirklich wunderschön gezeichnetes Cover-Artwork, das hier für dieses Mediabook auch wirklich gut erhalten ist. Für mich hat CMV auch dieses Mal wieder ein sehr hochwertig verarbeitetes Mediabook abgeliefert, mit einer sehr schönen, absolut matten Oberfläche, was mir persönlich sehr gut gefällt. Wir
können an der Stelle dann einmal ganz kurz über den Spine, wo wir den Filmtitelschriftzug lesen können, auf das Backcover wechseln, finden da noch ein paar Ausschnitte aus dem Film, lesen natürlich die Inhaltsangabe bzw. die Informationen rund ums Bonusmaterial, und was das betrifft, hat sich CMV, finde ich, hier bei diesem Release eigentlich fast selbst übertroffen. Die Sonderausstattung für diesen Release ist absolut großartig. Wir bekommen einerseits noch 4 andere Kurzfilme dazu, die ebenfalls sehenswert sind, aber was ich ganz besonders interessant fand, war der Audiokommentar von Darsteller George Stover bzw. dem Kameramann Richard Gaywitz, der absolut großartig ausgefallen ist, sehr schön eben auch hinter die Kulissen des Films blicken kann, denn Angst der Verlorenen aka Fiend ist ein Film, der von Don Dohler über 3 Monate hinweg in wirklich schweißtreibender Arbeit entstanden ist, und da ein bisschen in die Arbeit des Teams Einblick nehmen zu dürfen. Das fand ich wirklich interessant. Wechseln wir jetzt einmal ins Innere und bekommen da schon gleich einmal ein bisschen einen Einblick in die handgemachten Effekte, die diesen Film begleiten. Man muss allerdings trotzdem dazu sagen, dass Angst der Verlorenen, hier übrigens auch auf dem Booklet-Frontcover mit einem absolut großartigen Titel vorn, kein Splatter-Film ist und nicht wirklich viele Splatter-Effekte zu bieten hat, sondern sich eher als atmosphärischer Grusel-Thriller versteht. Wir bekommen auf der linken Seite die DVD, die dasselbe Motiv bietet, das wir dann auch auf der rechten Seite auf der Blu-ray finden, auch hier eine Nahaufnahme von unserem Main Villain, finden dann in so interessantes rot-schwarz gehülltes, ein durchgehendes Innenartwork, aber besonders gut finde ich ehrlich gesagt auch diesen Blick auf die Make-up-Effekte von eben dem Main Villain, die dann hier noch auf dem Backcover vom Booklet zu finden sind. Und apropos Booklet, das hat auch bei dieser Veröffentlichung wieder kein geringerer als Christoph Kellerbach beigesteuert, der auch beim Booklet von Angst der Verlorenen einen absolut großartigen Ein- und Überblick in einerseits die Produktion des Films in die Karriere von Regisseur Don Dohler liefert und dabei ein wirklich lesenswertes, schmissig und flüssig lesbares Booklet und Begleitwerk für den Film geschaffen hat, das ich definitiv jedem Filminteressierten auch an der Stelle nur ans Herz legen kann. Gedreht wurde der Film Angst der Verlorenen im Jahr 1980 mit wirklich geringem Budget, und mit der Blu-ray-Veröffentlichung von CMV Laservision erscheint der Film zum allerersten Mal im deutschen Raum in High Definition und ganz ehrlich auch zum allerersten Mal in einer anständig gemasterten Quelle, wenn wir uns einmal ehrlich sind. Trotzdem ist bei einer kleinen Indie-Produktion, die mittlerweile bereits über 40 Jahre auf dem Buckel hat, immer noch die Frage, wie der Transfer dann letzten Endes aussieht. Und deswegen freue ich mich darauf, euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check einen Blick unter die Haube des Mediabooks liefern zu können. Ich zeige euch einige Screenshots aus dem HD-Transfer von CMV, die ich natürlich alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, die ich aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich finde, wir bekommen über diese Screenshots einen sehr guten Einblick in das, was uns CMV hier als HD-Transfer liefert, und dieser ist einfach geil. Wie immer ist es bei einem Independent-Film, der mit geringem Budget realisiert wurde, immer so eine Frage, welches Filmmaterial hat man damals verwenden können, wie wurde das Filmmaterial über die Jahre gelagert, wie ist das noch erhaltene Material, well, wirklich erhalten, und da habe ich auf all diese 3 Fragen wirklich gute Antworten, was diesen deutschen Transfer betrifft. Wir bekommen einen Transfer, der eine angenehme Bildschärfe und auch einige Details aufweist. Wir bekommen weitestgehend gute und dynamische Farben. Man merkt vor allem, wenn man sich diesen Transfer anschaut, dass das Bild zwar in einzelnen Szenen, womöglich entweder bedingt durch die Lagerung, das Alter oder auch damals schon die Ausleuchtung beim Set, ein bisschen blasser erscheint, aber dann vor allem bei Farben wie Rot oder Grün immer wieder auch, oder Gelb beispielsweise, immer wieder auch ganz gerne sehr kräftige Akzente hat und einzelne Details in diesem Bild sehr, sehr schön akzentuiert. Wir bekommen einen guten Transfer mit einem gelungenen Kontrast, der die hellen und dunklen Szenen sehr gut balanciert und mehr oder weniger durchgehend gleichbleibende, detaillierte Qualität liefert. Der Transfer ist angenehm ruhig, zeigt zwar natürlich die ein oder andere vernachlässigte
unablässigbare Verschmutzung, aber keinerlei störendes, durchgehendes Bildrauschen bzw. Kompressionsspuren. Immerhin hat man den Transfer mit entsprechender Datenbitrate auf der Blu-ray abgelegt, um hier für ein gutes Bild zu sorgen. Und wir erkennen natürlich eben auch hier auf den Screenshots, dass der Film im Bildformat 1,33:1 vorliegt, was im Fall von Angst der Verlorenen das Originalproduktionsformat ist. Angst der Verlorenen ist definitiv ein interessanter Film. Es ist kein Splatterfilm, es ist definitiv ein sehr trashiger Film, aber einer, der mich persönlich eigentlich recht gut unterhalten hat. Regisseur Don Dohler hat es definitiv verstanden, die Szenen teilweise gut und atmosphärisch zu gestalten. Der schöne Synthi-Soundtrack im Hintergrund passt einfach perfekt zu einem Film der frühen 80er, aber das, was den Film vor allem für mich ausgemacht hat, ist das grenzenlose Overacting der Darsteller. Insbesondere das vom Main Villain, der teilweise nämlich wirklich derartig Magie in Richtung der Kamera blickt, das macht Spaß. Trash-Fans sollten sich Angst der Verlorenen, aka Fiend, deswegen definitiv vormerken. Meiner Meinung nach macht es bei diesem Film auch wirklich einen großen Vorteil, ihn in High Definition auf der Blu-ray schauen zu können, aber wer weiß, vielleicht gibt's noch irgendwann einmal eine Auflage in der Trash Collection, aber bis jetzt ist das deutsche Mediabook von Fiend definitiv weltweit die beste Veröffentlichung des Titels und der Go-To-Release für alle, die sich für den Film interessieren.